Ähnelt das sehr dem Twitter-Vogel. Twector ist ein Wortspiel aus zwei Wörtern, einmal aus Twitter und Vektor. Darauf kommen wir später, das hat was mit unseren also Analysetechniken zu tun. In unserem Projekt wollten wir halt Twitter-Profile vergleichen, also wie ähnlich sie sind und das basierend auf dem Inhalt der Tweets. Das Ergebnis wollten wir dann auf einer Website grafisch darstellen und um das zu erreichen, wollten wir halt die öffentlichen Daten von Twitter, also die auch jeder mit seiner Webseite aufrufen kann, nutzen. Zu den technischen Begebenheiten und welche Probleme wir hatten, wird euch Levi jetzt was erzählen. Ja, also wenn man früher Texte vergleichen wollte oder mit Texten arbeiten wollte, war Twitter immer die Datenquelle der Wahl. Man konnte sehr leicht viele Textdaten abgreifen. In der letzten Zeit hat sich es leider vielleicht aufgrund der letzten politischen Ereignisse, Botnets etc. etwas verändert. Und zwar hat Twitter die Anzahl der Anfragen, die man stellen darf, sehr stark runtergestellt. Man darf nur noch 15 Anfragen in 15 Minuten stellen. Selbst wenn man surft, macht man deutlich mehr Anfragen. Das ist eigentlich unsere erste Projektidee, eine Wegfindung in Twitter selbst zwischen zwei Profilen. Streng nach der Idee, jeder ist über sechs Ecken mit jedem bekannt, so leider unmöglich gemacht. Nicht weniger cool ist natürlich unsere zweite Idee. Wir vergleichen Profile und berechnen einen Ähnlichkeitswert, eine Art Prozentwert, der sagt, wie ähnlich sich zwei Profile sind. Das Problem hierbei ist, das ist sehr ressourcenunfreundlich, sage ich mal, weil die ganzen Textdaten, die letzten 200 Tweets der Benutzer müssen geladen werden, komplett analysiert werden, verarbeitet werden, mit ganz viel Magie zu Werten ausgerechnet werden, die man vergleichen kann. Das Ergebnis unseres dreitägigen Projekts ist jetzt im Prinzip ein Programm, das mit der Twitter-API kommuniziert, das die letzten 200 Tweets zweier Benutzer ins Backend zieht, also auf den Server. Dort haben wir einen Algorithmus entwickelt, der die Daten mit ganz viel Magie in Mathematik umwandelt, die man vergleichen kann. Also können wir zwei Profile miteinander vergleichen und diese Ähnlichkeit berechnen. Das Ganze wird auf einer Website grafisch dargestellt. Ja, und da nutzen wir HTML, CSS und JavaScript. Und bei dem Frontend hat man jetzt die Möglichkeit, zwei Benutzernamen einzugeben. Leider können die Benutzer derzeit nur auf englischer Sprache richtig analysiert werden, da wir nur die englischen Ergebnisse dazu liefern können. Auf jeden Fall gibt man dann diese zwei Benutzernamen ein und dann wird es von uns analysiert. Und dann haben wir etwas unterhalb, das Ergebnis wird dann dargestellt. In dem Fall 115%, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und was derzeit noch nicht ganz funktioniert, ist, dass darunter nochmal die Profildetails angezeigt werden. Zum Beispiel der Link nochmal zu dem Profil, aber das kriegen wir sicher noch hin. Das war es dann auch mit unserer Präsentation. Und wenn ihr euch unser Projekt nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne auf bitbucket.org/twector machen.